Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fast and Furious Showdown. Ich hatte jetzt zwar gerade schon mal zwei Folgen aufgenommen, aber ich muss leider, was ich gerade herausgestellt habe, ein bisschen im Voraus aufnehmen. Weil ich nämlich nicht genau weiß, ob ich morgen aufnehmen kann. Und wenn ja, muss ich wahrscheinlich. Oh, das sind sogar. Oh, muss ich wahrscheinlich morgen Metro Last Light aufnehmen. Und von daher habe ich mir gedacht, nimm's jetzt schon mal Fast and Furious ein bisschen im Voraus auf. Wie ich sehe, kann man auch immer noch die abgeschlossenen Rennen nochmal fahren. Was wir natürlich ganz gerade nicht wollen. So, jetzt sind wir in Rio. Und mal gucken, wie es weitergeht, wo? Ach ja, hatten wir ja, glaube ich, schon, wo ich verloren hat. XNN, hier ist, war der Dodge Charger und das ist der XNN 233. Das war das Auto, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es den gibt. Zumindest unter dem Namen. Ja. Ja, egal. Fangen wir jetzt mal mit Han weiter. Okay, seriously? Did these guys ever back down from a race? No. Even when they shouldn't bother. It's part of their DNA. Driving's like oxygen to them. Ab nach Rio de Janeiro. Wir wissen ja eh schon, was jetzt kommt. Ein kleines Stadtrennen, wo die Bullen es am Ende wieder nur auf uns abgesehen haben. Das ist das Rennen, was ich am Ende abgebrochen hatte, weil ich weiß gar nicht, auf welcher Position wir lagen. Ich glaube auf 4 oder 5 und wir hatten die ersten nicht gesehen. Ja, aber egal, jetzt holen wir uns mal ein neues Auto und dann mal gucken, wie sich das Auto fährt. Ja, wie gesagt, morgen wird wahrscheinlich nur Zeit für Metro Last Light sein. Und ich weiß auch nicht, wie viele Folgen ich da aufnehmen kann. Also ich weiß, dass ich für morgen noch was im Petto habe. Aber das heißt, ich müsste für Samstag, Sonntag aufnehmen, weil da ich ja leider krank im Bett liege und ja gut, ich sag's mal so, ich bin krank, sollte im Bett liegen. Und ich wollte mich halt am Wochenende mal ausruhen, damit ich halt nicht zu lange auf der Arbeit ausfall. Von daher nehme ich am besten morgen ein bisschen im Voraus auf und dann gucken wir das Ganze einfach mal, wie weit wir kommen. Okay, es fängt wieder sehr gut an. Okay, den ersten sehe ich noch auf der Minimap. Und ich sehe noch da vorne ist das gelbe Auto. Ja. Wir sind hier mit 5 Runden am Start. Plus ein paar Bäume auf der Straße. Und ja, wir müssen, wie eigentlich in jedem Straßenrennen, beziehungsweise in jedem Rennen, Erster werden. Und ja. Ich wollte gleich mal gucken, ob ich über die Unity Media, hust, ich darf ja keine Werbung machen, ne? Über eine Kabelfirma Fast and Furious 5 und 6 gucken kann. Hätte ich eigentlich während des Renderns machen können, aber ich habe es einfach nur verpeilt. Und dann mal gucken, was der Wagen ist oder welcher Wagen das ist, weil, keine Ahnung. Bei vielen siehst du es ja, das ist eher irgendwie das Zeichen von Infinity. Aber ich wüsste jetzt nicht, welcher Wagen von Infinity dazu passt. Von daher kann ich kann eigentlich darüber rätseln und rätseln und rätseln. Im Großen und Ganzen bringt es mir aber nichts. Weil ich werde es wahrscheinlich eh nicht rausfinden. Das sieht irgendwie aus wie ein Ferrari. Ein uralt Ferrari. Wobei ich mir auch sagen lassen habe, dass im Film relativ viele Autos vorkommen. Ups. Tut mir leid. Von daher, aber ich glaube, die sind glaube ich noch nie in Ferrari gefahren. Ne? Wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ami-Schlitten, Asiaten, ja,
Die Deutschen waren auch dabei. M3 kann ich mich erinnern, das war dabei. Oder der war dabei, so rum. War da noch irgendwas dabei? Weil ich sehe hier die ganze Zeit Golfs. Sind die mal Golf gefahren? Okay, ich glaube, keiner fährt feierlichen Golf. Oh. Nicht mal, wenn es ein R ist. Tut mir leid. Da hatte ich jetzt letztens noch eine relativ... Alter Falter. Hatte ich jetzt natürlich in der letzten Runde... Oh, hau ab, Kackbulle! Und erwischt. In der letzten Runde verliere ich das Rennen. Das ist wieder so typisch ich, weißt du? Da hatte ich jetzt noch eine relativ lustige Diskussion mit meinem Chef, weil der fährt den Golf R, den 9. Zu den 6. Weil jetzt kommt ja irgendwann der Golf 7R raus. Und er war ja so überzeugt davon. Und ja, ich weiß nicht. Ist ja, ist ein schönes Auto, aber es sieht einfach nach nichts aus. Und ich brauche mir kein Auto zu kaufen mit, ich glaube, der 265 PS. Der nach nichts aussieht. Das ist irgendwie so. Ja, brauche ich nicht. Ist für mich irgendwie, also gut, ist meine Meinung nach, ist für mich irgendwie nicht so interessant. Vor allem, der kostet ja für einen Golf relativ viel Taschengeld. Wenn wir das mal so sagen. Können. Ja. Aber das ist ja Geschmackssache. Jeder fährt das Auto, das er gerne fahren möchte und auch bezahlen kann. Und ich glaube, der zweite Teil ist das wichtig, ist der wichtigere Teil. Weil man kann natürlich auch jahrelang auf sein Traumauto sparen. Und dann kauft man sich das Auto und sagt, na toll, so toll ist das jetzt doch nicht. Und hat halt wirklich jahrelang dafür gespart und ja. Weiß nicht. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Muss jeder für sich selber wissen. Und ja. Ich glaube auch heutzutage, also früher war das dann so, früher gab es ja nur Manta und Golf. Zumindest gab es die Klicken da. Und da war das Auto wirklich ein Statussymbol. Aber wenn du heute ein Auto hast, sagt jeder, ja, schönes Auto. Aber also vom Status her, weil es halt nicht mehr so schwer ist, an ein Auto ranzukommen, ist das Auto heutzutage, wie bei mir, eigentlich einfach nur noch ein Gebrauchsobjekt. Ja, der Wagen, der ist zwar tiefer, breiter und schneller bei mir, aber im Großen und Ganzen sehe ich das nur noch als Gebrauchsobjekt, weil ich komme mit dem Auto von Punkt A nach Punkt B. Ja, das war's. Mehr brauche ich auch nicht mit dem Auto zu tun. Weil bei mir ist alles so um Ecke, Geschäfte etc. Nur halt, wenn ich in die Stadt muss oder, wie gesagt, zur Arbeit, fährst neben das Auto, nimmst du mit Auto, fährst dahin. Und ja. Gut ist. Früher bist du ja damit rausgefahren. Bist noch in die Stadt gefahren, hast dich auf irgendwelchen Parkplätzen getroffen. Und da hieß es noch, boah, hast du wieder das neu, hast du wieder jenes neu. Und das hat man heutzutage kaum. Also ich treffe mich zwar auch noch ab und zu mal mit ein paar Leuten. Und wir unterhalten uns dann auch über Autos und hier und da, was du noch an dem Wagen machen könntest, was du gemacht hast. Aber nicht mehr so extrem wie früher. Man kann auch sagen, früher war alles besser, wobei ich sagen muss, ja, okay. Kann gut sein, aber also ich war in der Vergangenheit jetzt so im Großen und Ganzen nicht hinterher. Wobei ich gern nochmal Schüler wäre. Also wenn ich morgens zur Frühschicht aufstehe um 4 Uhr und ganz genau weiß, oh ja, toll, 4 Uhr, hast du bestimmt jetzt noch Spaß daran, jetzt noch aufzustehen, zur Arbeit zu fahren, fast eine Stunde. Ja, das sind dann wirklich die einzigen Sachen, die ich dann vielleicht noch hinterherweinen würde, wobei selbst da würdest du dann sagen, okay, dann bist du Kind, du kannst ja nichts selber kaufen, dann musst du auch wieder wochenlang oder monatelang sparen, um dir von deinem Taschengeld irgendwas zu kaufen. Also von daher sage ich, heule ich der Vergangenheit nicht wirklich hinterher. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf das Rennen hier, weil ich hoffe,
dieses Mal komme ich durch, ohne irgendeinen Mist zu bauen. Damit wir das Rennen hier hinter uns lassen können. Ich glaube, dreimal sind wir das jetzt gefahren. Einmal, ja, zwei. Das ist jetzt das dritte Mal. Das reicht dann, glaube ich, auch. Weil jetzt sind wir schon auf Start und Ziel. Und wir haben gewonnen. Wunderbar. War doch nicht so schwer. Ja, hätten wir ja fast alles geschafft. Aber nur fast. Und mal gucken, mit welchem Rennen das weitergeht. Ach, so, überlebe die Verfolgung und entkomme. Alles klar. Ich frage mich immer noch, was das für Feinde sind, die uns da verfolgen. Aber okay. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Von daher gehen wir mal eben wieder. Ja, bleib du einfach mal mitten auf der Straße stehen und hab Spaß. Ja, ich weiß leider nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwie hat mich die Zwischensequenz hier gerade ein bisschen verwirrt. Jo. Okay, ich muss wieder irgendwas in 36 Sekunden machen, aber ich weiß nicht was. Von daher schießen wir einfach mal auf dieses Kackauto und machen es kaputt. Ja, Slow-Mo, ich weiß. Warum bremst der? Sehr schön. Komm, nachladen. Sehr schön, Nummer 2. Ja, das schaffe ich dann auch nicht mehr. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. 36 Sekunden, aber... macht ja nichts. Schaffen wir mal wieder nicht, aber... man kann auch nicht alles schaffen. Ja, ich glaube... doch, ich schaffe es. Alles klar. Achso, ich sollte, glaube ich, nur in 36 Sekunden den Dingen hier passieren. Ja, dann hätte ich vielleicht fahren müssen. Oh mein Gott, sie schießen auf uns. Weißt du, ich hänge aus dem Auto raus. Meinst du, da merke ich nicht, dass die auf uns schießen? Also es ist auch irgendwie ein bisschen sehr eintönig gehalten an dem Spiel. Immer die gleichen Kommentare und... ich muss noch nicht mal einer berühren. Du brauchst ja nur die Wand berühren. Dann sagt er, ey, was soll das? Lass das bitte, mein armes Auto. Wow. Ja, tut mir leid, ich habe die Straßensperre nicht gesehen. Okay, ich weiß immer noch nicht genau. Ich glaube, wir müssen einfach nur entkommen. Ich habe den Schuss doch im Reifen gesehen. Okay, die fahren jetzt einfach mal weg. Nein, ich komme nicht tiefer mit der Maus. Ach, verdammte Kacke. Ja, immerhin eigen weg. Ja, der war schön. Na, komm. Vor allem, der explodiert genau am Heck von unserem Auto. Dem Auto passiert nichts. Dem ist das vollkommen egal. Warum nimmt er denn bitte jede Straßensperre hier mit? Ist der ein bisschen doof? Alter Falter. Mann, 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 Tango. Ich glaube, ich muss eine Runde fahren, oder? Ich glaube, das war's. Na, oh, oder auch nicht. Hätte ja mal sein können. Ach komm. Ist das eigentlich ein Benz oder was soll das darstellen? Ja, man kann hier viel über die Autos. Ich glaube, die einzigen Autos, die wirklich gekennzeichnet sind, sind die Dodge.
Zumindest habe ich das Gefühl. Der Dodge Charger, der Ram war dabei. Die Dodge Viper. Tja. Und sonst kann ich den Challenger Charger. Get to the plane and wait for my go. Agent Carson's ready and holding. Then tell me what I'm missing. I was told to review Toretto's crew, not Shaw's. So they're connected. Exactly. Hobbs kept this out of Shaw's file in case we had to use it. I think we're about to. Letty Ortiz is alive and well. And she's on Shaw's crew. Letty lebt. Ja, das wussten wir auch schon, bevor der Film rauskam, dass Letty wieder zurückkommt. Ups. Ja, alles klar, ich muss fahren und Letty schießt. What the... Ich wollte gerade sagen, Letty, machst du den mal bitte kaputt? Ja. Keine Ahnung. Ich muss mal eben kurz gucken, was diese sekundäre Ziele sind. Eventabstieg ist in 3 Minuten, 18 Gegner und ja, ohne Zielhilfe, weiß ich nicht. Da Letty schießt, kann ich da leider nichts zu sagen. Und ja, es ist... Ich glaube, ich fahre auch einfach mal... Oh, Jeep. Jeep ist auch gekennzeichnet. Das haben wir mal schön. Ich fahre jetzt erstmal. Weil, ja, das Ballern ist natürlich auch mal schön. Aber ich fahre auch gerne gegen irgendwelche LKWs. Okay, er ist hinter mir. Alter Falter. Warum schießt die denn so spät? Oh, ich dachte schon, jetzt falle ich da runter. Oh. Okay, vielleicht schieße ich doch besser. Ich glaube, schießen kann ich besser. Wobei, ich weiß nicht, also wenn die fahren, fahren die zu langsam. Wenn ich schieße, ich weiß nicht genau, wie man das abschätzen kann. Genau, wir haben auch nur einen Rocket Launcher jetzt gepackt. Also da tut mir leid, aber da muss ich dann mal... Wie behind das? Na komm, hoch mit dem Haus. Wo fahren wir denn jetzt weg? Keine Ahnung, warum wir jetzt wieder wegfahren. Achso, ich glaube, ich sollte die töten in 20 Sekunden. Ja, ich kann nichts dafür, wenn der Vogel wegfährt. Tja. Und ich glaube, der kommt nicht wieder, weil er weiß, dass wir einen Rocket Launcher haben. Komm, fahr wieder hoch. Ja, komm, ich fahr. Muss ich doch runterfahren? Ne. Bremsen. Ich glaube, wir müssen jemanden verfolgen.
Das wird zumindest jetzt die Meterzahl unten links erklären. Oder kommt noch eine Reihe, weil da oben steht 2 von 3. Ah, platter Lind. Nein, wo fährst du denn? Okay, also muss ich doch da runter. Dann fahren wir einfach mal da runter. Tut mir leid, dass ich euch jetzt mal wieder ein bisschen Zeit stehle, weil ich einfach nur verpeilt bin. Aber wer soll das denn bitte ahnen? Okay, dann lasse ich ihn doch mal fahren. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu crazy. Ich glaube, ich starte die Mission mal neu. Ach ne, die Meter werden weniger, also können wir auch fahren. Ich weiß trotzdem nicht, wo wir hinfahren müssen. Weil den haben wir ausgeschaltet, das war der einzige, der entkommen war. Aber da oben steht 2 von 3. Ja. Das ist sehr schön, weil hier sind auch keine Autos. Und trotzdem kann ich nicht Auto fahren. Zumindest hier im Spiel. Ja, siehst du? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Weil jetzt ist er wieder ans Kilometer zu. Also, erst fährst du runter, dann fährst du rauf, dann fährst du runter. Okay, jetzt fährt er doch was. Ich verstehe. Also dieses Spiel verwirrt einen extrem. Das Spiel ist noch verwirrender wie Metro Last Light. Weil da muss ich schon teilweise sagen, was? Aber was bei der Mission hier jetzt gerade abgeht, kann ich mich eigentlich selber töten. Geht das? Nö, leider nicht. Schade. Schade, hätte ja klappen können. Weil er darf jetzt, also der Computer darf hier runterfahren, ich nicht. Ich glaube mehr, das war so, da sollten 3 Wellen kommen. Waren das überhaupt 3? Waren das? Muss ich mal ganz kurz überlegen. 1, 2 waren, glaube ich, sogar 3. Und dann ist ja einer von diesen komischen Autos an mir vorbei und abgehauen. Ich meine, der war der, den wir getroffen haben. Wir fahren jetzt wieder komplett zum Start. Ja, wir fahren die 1,2 Kilometer nochmal eben runter. Dann gucke ich mir den Spaß an und sage dann, ey, toll, Neustart. Weil ich glaube, das ist schneller, als wenn ich jetzt sage von mir aus, okay, Neustart und dann kriegen wir da unten diesen einen. Und ihr sagt dann, ey, warum machst du denn so einen Müll? Der fährt immer nur an dieser äußersten Linie lang. Okay, ich fahre mal weiter. Sobald ich die Spur wechsle, Alter, bremsen, bremsen. Sobald ich die Spur wechsle, sagt er, nein, du darfst nicht mehr weiterfahren. Ich darf nur hier fahren. Okay, ja, ich lasse den Autopiloten fahren. Das Spiel will mich ärgern. Eine unsichtbare Wand. Ja, ich merke schon, die Entwickler haben keine Kosten und Mühen gespart, um dieses Spiel zu entwickeln. Okay, wir sind jetzt noch bei 550 Metern. Kann ich auch in die Luft schießen? Nein, nicht wirklich. Unsichtbare Wand, unsichtbare Wand, unsichtbare... Ups. Alter, jetzt kommt er, weißt du? Boah, was hat der denn hier unten gemacht? Ja, okay, der Autopilot ist mir zu langsam. Ich muss mal eben umsteigen. Weißt du, erst haut er ab in den Keller und dann flüchtet er so schnell er kann den Berg wieder rauf. Los, Letty, hol ihn dir. Los, Letty.
Oh oh. Ja, sorry. Nein. Fahr doch schneller, du Hans. Oh mein Gott, lad nach, Letty. Ich übernehme dich gleich. Wo schießt Letty denn bitte hin? Die schießt einfach immer schön gegen die Wand. Ich muss den Heinz-Kopf überholen. Ah, jetzt hat es... Nee, doch nicht. Ich muss mal ganz kurz muten, weil ich müsste mal ganz kurz husten. Ich wieder. Mensch, Letty, du musst doch mal ein bisschen arbeiten. Jetzt aber, Letty, jawohl, jetzt Christen. Komm schon, Letty, jetzt hast du einen Dreck vor der Nase. Jawohl. Jetzt müssen wir nur wieder den ganzen Berg hochfahren und dann weiterfahren. Und das Ganze hat mich jetzt 2 Stunden Alter. 3 Minuten hätte ich für die Mission Zeit gehabt. Und jetzt bin ich schon bei 10 Minuten. Jetzt wäre noch richtig geil gewesen, wenn ich jetzt kaputt gegangen wäre. Ja, mach doch mal was kaputt, Letty. Wo fährt er denn jetzt schon wieder hin? Oh, der Kerl, der verwirrt mich, weißt du das? Und ab den Hügel hoch. Ja, komm, die lassen wir hinter uns. Stand da nicht Shift ist nur Handbremse? Oder ich habe mich die ganze Zeit geirrt und drücke die ganze Zeit auf Shift mit Handbremse und dabei ist Steuerung Handbremse. So wie das nämlich zumindest gerade aussieht. Komm, Letty, hol ihn dir. Ach, Letty. Das geht. Ja, nee, zurückfallen ist nicht gut. Neutralisieren Sie 18 Gegner. Das habe ich doch, oder? 2 Wellen, 3 Wellen. Ah. Egal. Egal, wir haben die Mission bestanden. Wobei das jetzt gerade nicht mehr nach Rio de Janeiro aussah. Sondern eher wieder nach Moskau oder so. Der grüne Panzerwagen bleibt unbeschädigt, nö. Muss ich jetzt schießen? Ah, ist klar. Und sekundäre. Oh, gedrückt auf sekundäre Ziele wurde. Erfinden Sie den Schlag in unter 9 Sekunden, versuchen Sie 8 Explosionen. Ja, genau. Ja, okay, 8 Explosionen. Verdammt. Stand da irgendwas von Zielhilfe? Ich glaube nicht. Nee. Also darf ich die Zielhilfe wieder benutzen? Yay. Ja, komm, Letty, laden wir mal schnell nach. Ich will nicht auf den grünen Transporter zielen. Wow, 2 mit 1. Ups. Komm, fahr. Ich habe keine Zeit für den Mist. Also mit 8 Explosionen soll ich verursachen und das waren jetzt 3. Was macht der denn da? Ich weiß noch nicht genau, ob der Fahrer gleich wieder aussteigen muss, aber ob ich mit Letty rüberspringen kann auf den Transporter. Nein! Verdammte Hacke. Alles klar. Alles klar. Ich muss... Ah, nee, doch nicht mit Letty. Leertaste drücken, Leertaste drücken, Leertaste drücken. Und Leertaste drücken, und Leertaste drücken. Frage, Beifahrer oder Fahrer? Alles klar, Fahrer. Komm schon. Komm schon, und hol ihn da raus. Vor allem jeder Fahrer lässt sich so leicht aus dem Auto ziehen. Das ist wieder unbelievable. Ups. Oh oh. Wie kommt der denn jetzt bitte?
Wie kommt er denn jetzt bitte in mein Auto rein? Egal, wir fahren jetzt mal mit dem Truck mal wieder zum Schloss und räumen das Schloss leer. Wow, bremsen! Okay, die verfolgen mich jetzt bestimmt, oder? Oh ja, die verfolgen mich jetzt. Hambi Power! Oh mein Gott. Komm schon, schau, mach mal ein bisschen matt. Wieso habe ich oben auf dem Dach bitte Farbe verloren? Oder Farbe dazu gewonnen, wie man es möchte. Wow! Wie careful. Waren die da schon? Ist ja langweilig. Also ein Transporter ist schon nice. Muss ich sagen. Also zumindest sei clever. Was? Also ich sage ja, die Texte sind immer dasselbe. Und das wird natürlich nicht langweilig auf Dauer. Kein bisschen. Wow, Erfahrung bekommen. Wir führen den Truck, habe ich doch. Und weiter geht's. Wann kommt denn jetzt schon wieder auf uns zu? Moment. Kurz, ich will der Ziel checken. Ohne Zielhilfe. Gelbe Signal in 30 Sekunden. Ja, ja, alles klar. Ich fahre lieber. Ich lasse Letty schießen. Ist angenehmer. Hoffe ich doch mal. Wow. Also das war jetzt mal relativ nice. Auf gut Glück einfach mal gefahren mit Vollgas. Na toll, die haben die Polizei gerufen. Vollbar! Ich liebe sowas. Das glaube ich nicht, was nicht. Oh ja, die... Wie geil. Die EMP-Waffe. Das EMP-Gewehr. Irgendwie sowas. Oh, bremsen. Und weiter Vollgas. Und toll. Yeah, toll. Hast du toll gemacht, Letty. Autsch. Autsch. Vor allem, weißt du, die ist... Die hängt... Autsch. Natürlich. Natürlich rutsche ich genau in die tollen Minen rein. Ja, Neustart, komm. So ein Müll. Ja, nein, fahren, fahren, fahren. Ich möchte gerne fahren. Tja, man kann leider nicht immer Glück haben. Vor allem, wie haben die denn bitte so schnell Minen auf die Straße bekommen? Vor allem, wer legt denn bitte Minen auf die Straße? In einem Urlaubsgebiet. Ja, alles klar, ich sehe die Minen. Yeah, gut. Sehr gut gemacht, Sean. Oh nein. Ich muss nach links lenken. Okay, es hat wenigstens diesmal ein bisschen geklappt. Genau, mach das Ding da bloß kaputt. Hat Letty die gerade angeschoben, dass sie mal so einen schnellen Boost bekommen haben? Zumindest sah es gerade echt danach aus. Ja, ich hatte ja Neverwinter angekündigt. Glaube ich.
Aber das verschiebt sich gerade auf eine gewisse Zeit nach hinten, weil ich noch nicht genau weiß, wann mein Clan-Kollege Zeit dafür findet. Von daher bleibt es doch leider erstmal nur eine Ankündigung, wobei ich relativ heiß auf das Spiel bin. Aber es wird ja ein Let's Play Together und ich möchte da eigentlich nicht alleine anfangen. Wobei ich euch vielleicht, also die Charaktervorstellung, ja, ich weiß, dass wir mal im Mien sind. Alter, du musst auch noch 5 Kilometer Abstand von...